Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Chair East Train Simulator. Heute schauen wir uns die Tsurumi Line an. Das ist quasi eine kleine Hafenbahn mit drei Endpunkten. Also ihr seht es da auf dem kleinen Bild. Wir können von Tsurumi bis zu dem Abzweig Umishibaura fahren oder Okaba. Oder das weiteste im Hafen ist Ogimachi. Und ich denke mal, ich werde alle drei Abschnitte jetzt in einem Video machen, denn die Strecke an sich ist jetzt nicht sehr lange. Das ist einfach so eine kleine Nebenlinie. Und die Strecke ist primär für die ganzen Hafenarbeiter da unten. Entsprechend werden wir da sehr viel Industrie sehen. Und Güterverkehr, also Teil der Strecke bin ich schon mal für mich gefahren. Ich würde sagen, wir fangen mit dem kürzesten Abschnitt an. Zu Rumi nach Umishibaura. Wir wählen das mal kurz aus. So, das wäre dann das da. Drei Wagenlängen und los geht's. Ich muss sagen, dieser Triebwagen, den wir hier haben, der hat vermutlich die schlechteste Bremse, die ich bis jetzt so in JR East hatte, denn du kannst gefühlt voll in die Eisen gehen und das Ding will nicht stehen bleiben. Also das Anhalten wird vielleicht etwas mehr Katastrophe sein als wie sonst bei mir. So. Türen zu und Abfahrt. Oh, hier haben wir jetzt erstmal 25. Machen wir schön langsam hier drüber. Links ist die Hauptstrecke. Also mit dem DLC, glaube ich, sind es insgesamt drei Strecken kommen. Zwei Branch Lines und einmal die Hauptlinie. Okay, wir können Gas geben. Da kommt da schon der Kollege entgegen von der anderen Seite. Oh, ehemaliger Bahnhof hier, so wie es aussieht. Die besten Zeiten schon hinter sich. Die Bahnhöfe sind recht kurz hintereinander und hier am Anfang geht es auch recht steil runter. Müssen wir mal auf die Promilleanzeige achten. Gokuda ist der nächste Bahnhof. Kudo. Da haben wir schon minus 13%. Alles so grün überwachsen hier. So, kriegen wir es hin. Das erste Mal, dass ich hier halbwegs sauber anhalte. Und ich bin jetzt schon dreimal hier durchgefahren. Aber es ist noch oft genug machen, irgendwann funktioniert es. Wunderbar, Abfahrt. So, einmal über den Fluss hier drüber. Und dann geht es hier weiter bergab. Minus 15,8%. Für einen Moment, aber hier geht es, glaube ich, gleich nochmal wieder runter. Und sobald wir unten sind, ist hier unten gleich der nächste Bahnhof. Und der ganze DLC, der Ende Dezember 23 rausgekommen ist, kostet auch 44,50. Also Franken bei mir. Aber dafür sind auch einige Strecken mit dabei. Und gemäß Foren wird das momentan als der beste DLC gewertet, weil eben so viel mit dabei ist. So, ein bisschen weiter vor zum Marker noch. Naja. Bisschen zur Führung gehalten. Passt schon. Bahncheck ist lang genug. Thank you.
Sehr gut. Weiter geht's. Da vorne haben wir mal doppelgelb. Oder auch nicht mehr. So, auf der linken Seite, glaube ich, kommt jetzt gleich das Depot. Wird zumindest ein paar Wagen von der Linie hier stehen. Aber es sieht nicht allzu groß aus. Ja, was sind es? 1, 2, 3, vielleicht 6 Gleise da links. Oh, 45 maximal. Habe ich übersehen? Entschuldigung. Immer die Leute am Foto machen hier. Das heißt, do not stop in this section. Der sagt, nächster Halt hier. Also bleibe ich auch stehen. Komisch, das Spiel manchmal. Aber das würde ich mal als Bug durchgehen lassen. Sehr gut. Abhaut. Nächster Halt Asano. Und bei Asano geht es dann rechts weg in den ersten Branch nach Umishibaura. Oh, das. Oh, über 20. Was denn? Vermutlich schicken die uns jetzt mal ganz rechts. Da waren ja auch schon mal mehr Gleise hier rechts. Wenn ich das mal hier so anschaue und das einsame Signal also ansehe. Und weiter vorne, ich weiß nicht, ob wir den sehen werden, gibt es einen Güterbahnhof. Ja, da sieht man auch die zwei Gleise, die da nach hinten gehen. Ja, also typischer Arbeiterbahnhof. Gut. Auch wieder ein bisschen zu früh. Das wäre jetzt Asano. Gut, weiter geht's. Maximal 30. Bisschen 40 ab jetzt. Ja, jetzt sieht man wenigstens was vom Hafen. Das sieht so nach Schlepperbooten aus, da links. Aber das Terminal da sieht jetzt nicht so aus, als ob da wahnsinnig viel los ist momentan. Mit dem Grünwuchs. Dass sich das da hier überhaupt rentiert, dass das hier zweigleisig ist. Sieht jetzt nicht so nach einem mega großen Aufkommen an Leuten vor, die hier ein- und aussteigen.
Auch wenn es der Hafen ist. Ja, okay. Nächster Halt ist Umishibaura und das ist der letzte Halt hier auf dem Branch hier. Ja, sogar eine Industrie lassen wir hier nach rechts. Ja, das glaube ich könnte eine ganz gute Verwendung sein. Ja, da hat es auch mit der Oberleitung aufgehört. Doch eingleisig und das andere für Güter so ein bisschen. Alter, die Skyline, ich mach mal ganz kurz das Cockpit hier weg. Das wäre, glaube ich, so eine typische Strecke, wo halt kein Tourist damit fahren würde. Weil halt Arbeiterbahn. So, fahren mal ran an den Prellburg. War es ein bisschen zu früh. You stop too early. Ja, komm. Okay. Dann hört man den ersten Brunch. Ich würde sagen, wir starten nochmal neu ab Asano und fahren dann weiter Richtung Okaba, den mittleren Brunch-Abschnitt. Also, liebe Leute, bis gleich. Okay, da werden wir wieder zurück. Die Station kennt ihr ja gerade vom ersten Teil. Und da vorne ist Asano, Asoni. Bin mir nicht mal ganz sicher, wo wir ja dann rechts abgefahren sind. Wir werden jetzt geradeaus fahren. Ohne den mittleren Branch einfahren. So, Abfahrt. Ich werde die Ansicht mal so lassen. Dann haben wir immer ein bisschen mehr zu sehen. So, diesmal 45 erlaubt. Asano, okay. まもなく、アサノ、アサノです。Sedele, da hätten wir unseren Bahnsteig. Vielleicht sogar einer, der mitfahren will. So, wunderbar. So, es aussieht, kommt so schnell kein Gegenzug, wenn die Schranke da offen ist. So, Abfahrt. Nächster Halt, Anzen. Hey, der ist am Handy. Was soll das? Macht man nicht. Also die Idee, die Hochspannungsleitungen da so oben drüber zu machen, ist auch kreativ. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Aber klar, du sparst hier den Platz. Und das sieht nach einer Schifffahrt aus hier. Jo, da hinten ist die Lok. Das ist wie so eine SM42. Next Limit, Rot.
Ist auch ein einziger Dude hier. Naja, da war ich jetzt ein bisschen zu früh. Ah, fast perfekt. 30 cm. Besser als nichts. Aber wie sauber die ganzen Güterwagen sind. Kein einziger beschmiert. Das wird es bei uns nicht geben. Also es ist in der Fabrik nur. Schade, dass er das mit dem Stop hier nicht richtig erkennt. Also zumindest von der Meldung hat. Links oben. Okay. Abfahrt. Nächster Halt Okawa. So, und da scheint es jetzt rein zu gehen. Im dritten Abschnitt. Ey, sag mal. War die Schranke offen gewesen? Ja, okay, die war offen. Oh, 25. Okay, mal richtig schön rein hier ins Industriegebiet. Müssen wir mal ein bisschen Grünschnitt hier machen. Aber das wirkt so, als hätte es hier mal vielleicht ein zweites Gleis gegeben. Auf der linken Seite. Naja, wobei ich weiß nicht. Der Platz wäre da gewesen. Es fühlt sich halt schon irgendwie lost an hier. Okay, da war schon mal Gleise, die nicht mehr in Verwendung sind. Ja, ich glaube, das wird unser Endhalt hier sein. So grün, wie es da hinten aussieht. Würde mich jetzt stark wundern, wenn wir hier weiterfahren. Ja, nee, da hinten ist X, ich sehe schon. Okay, dann werden sie da hinten vermutlich irgendwelche Güterwagen und so Co. abgestellt haben. Für die Weiterverarbeitung. Und hier ist End of the Line. Na gut. Haben wir den Branch auch mal gesehen. Dann bleibt eigentlich nur noch der dritte Branch über. Der geht noch am weitesten. Ich würde sagen, da gibt es noch mal einen kleinen Cut für euch. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann wieder zurück hier in Anzen. Da vorne sind wir ja rechts abgebogen. Jetzt fahren wir geradeaus. Richtung Ogimachi. Das weiteste, wo zumindest hier die Personenzüge fahren. Eigentlich wäre so eine Simulation hier mal ganz witzig, wo man hier so einen Güterzug fährt. Das wäre doch bestimmt machbar. Nächster ist Hiraishi. Nächster ist Hiraishi.
Wir sehen ja bis auf die Manchedo haben wir ja noch gar keinen gesehen hier. So, moin Kollege. Na gut, 57 cm. Kann man gelten lassen. Usashi ich kann das nicht aussprechen. Abfahrt, maximal 50. Hey, es geht ja doch. Wieder Zug. Endlich mal den Close-Up. Das ist doch bei beiden Pantos oben. Mai. So, hier viele Tisch. Mega Baustelle da auf der linken Seite. Aber es hat schon irgendwie was Romantisches, muss ich sagen. Eine Industrie mit dem Grün. Hamakawasaki. Da vorne haben wir unseren Bahnhof. So, bitte bremsen. Nochmal da feinste Leute. Wurde aber das Video ist irgendwie am Nachmittag aufgenommen worden. Ja, 200. Das links dürfte dann in der Street Branch sein. So, Kollegin, mach die Tür zu. Ich will weiterfahren. Dank. In der Abfahrt. Ja, könnte es vielleicht so Stellwerk da oben sein? Ja, okay, da haben wir unseren Güterbahnhof. Oh, das ist ja noch hin, da sind die Wagen da. Schaut euch das an, das schaut alle tiptop aus. Nicht schmutzig, kein Graffiti drauf. Als wären die brandneu. Ja, da hinten links geht's dann weiter in die Industrie da. ホーム内などは広く開いております。お降りの際にはお足元ご注意ください。
Eigentlich würde ich es ja noch ganz geil finden, wenn sie die Rückfahrt ja noch mit dabei hätten. Aber es gibt nur die Hinfahrten in die Branchlines da rein. Siebenundzwanzig Zentimeter. Geht doch. Dachte eigentlich, das wird noch viel schlimmer hier mit dem Triebwagen. Bin echt kein Fan von dem und seiner Bremsleistung. Aber ich habe so eine Vermutung, dass es eher im Simulator liegt, dass es komisch umgesetzt ist. Aber kein Experte mit japanischem Rollmaterial. Da geht's noch mehr Industrie hier. So, und Ogimachi ist unser letzter Halt. Und dann hätten wir hier die Tsurumi-Line, die Branch-Line hier abgedeckt. Ein bisschen was Kleines. Immer so 100 Kilometer fahren oder so. Ey, das ist ja schon geil, dass sie da Strecken drin haben mit über 100 Kilometer, die du da fahren kannst. Also ich meine, auch der halt, der ist halt irgendwie so zweckmäßig. War vermutlich mal ein Gütergleis oder so. Und dann dachten, ja, okay, jetzt machen wir so einen kleinen Bahnsteig dahin. Und dann können die Leute aussteigen. Dann schickt man halt irgendwie alle Stunden mal. Oder alle zwei immer so ein Regiozug rein. Hallo zusammen, Zukunftsbabura hier. Eigentlich wollte ich das Video an der Stelle beenden, aber ich gebe euch noch ein kleines Bonusvideo, denn es gibt auch noch die Nambu Branch Line im gleichen DLC. Die ist 4,1 Kilometer lang, verbindet den Bahnhof Shite in Kawasaki City mit dem Bahnhof Hamakawasaki. Und nachdem die Fahrt so relativ kurz ist, gibt es das jetzt noch als Bonus. Ich wünsche euch da ganz viel Spaß. Ciao. ご利用くださいましてありがとうございます。この電車は知って行きです。次は川崎新町、川崎新町です。お出口は左側です。 This is a Nambu Line train for 知って。 The next station is 川崎新町 JA52. カーブのため揺れることがありますのでご注意ください。次は八丁直手、八丁直手です。お出口は右側です。京急線はお乗り換えです。スイカまたはパスモで八丁直手駅をご利用のお客様にご案内いたします。八丁直手駅のホームには青色の改札機を備え付けておりますのでカードをタッチしていただきますようお願いいたします。The next station is 八丁直手、JA51。
次は終点知ってです。お出口は右側です。川崎方面は階段を降りて1番線。上りと立川方面は降りたホームの向かい側2番線へ戻り換えです。お忘れ物のないようお気をつけください。今日も JR 東日本南武線をご利用くださいましてありがとうございました。The next station is 知ってターミナル JA2。Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.